Wir sind hier auf der Schwanthaler Höhe in unserem Haus der IG Feuerwache, in dem es verschiedene Projekte gibt, wie zum Beispiel die interkulturelle Jugendarbeit und unter anderem auch eben den Garten der Vielfalt, in dem wir uns jetzt hier befinden. Wir sind hier eine sehr bunte Gärtnerinnengruppe. Wir sind verschiedenste Leute, verschiedene kulturelle Hintergründe, von Kleinkind bis ins etwas vorangeschrittene Alter sind wir hier, Männer, Frauen, also bunt gemischt. Ja, es ist irgendwie eine Tätigkeit, also die vielen sehr verschiedenen Menschen Spaß macht und wo man zusammenkommt. Was auch toll ist, dass wir uns gegenseitig auch austauschen, die Samen dann halt teilen oder dann auch die Früchte, wenn wir sie ernten, wenn wir einfach zu viel Pfefferminz haben, dass man den dann eben auch den anderen dann schenkt, dafür kriegt man wieder was anderes. Am Anfang war das hier ein Parkplatz und dann wurden die Beete ausgehoben. Ich höre es immer wieder, wie schön das ist, dass man hier mitten in der Stadt so eine Möglichkeit hat, so eine Oase zu finden, wo man einfach in Ruhe ein bisschen buddeln, ein bisschen graben und gärtnern kann. Was uns wichtig ist, ist, dass wir ein Ort sein wollen, der frei ist von Diskriminierung, wo Menschen von unterschiedlicher Identität zusammenkommen können und was Gemeinsames gestalten, was Gemeinsames erschaffen können. Im Garten der Vielfalt ist es eigentlich ein Garten, wo keine Unterschiede sind. Jeder hat Sorge, wächst es was oder kommt jetzt wieder die nächste Schnecke und frisst die mühsam gezüchtete Sonnenblume wieder kahl. Das Schöne ist eigentlich an dem Garten der Vielfalt, dass wir alle so ähnlich sind.